Direkt weg mit der Alten. Genau, let's go. Ich will essen. 5, 4, 3, 2, 1. Very well. Death it is. Ersten Chains kommen. Range ist dann auf Blau baiten. Meine Chains kommen dann und Range ist dann wieder instant auf Blau baiten. Bait Blau. Lila Baiten Ranges. Wieder Omega Boss, der Mensch, müssen gleich aufpassen. Chains kommen. Stopp auf dem Boss. Full Chains, danach geht er auf K. Ambrose raus. Hapsack. Chillt auf dem Boss. Wenn euch hinter dem Boss bettet, eure Fix jetzt durch den Ring. Nix machen, auf K gehen. Und go Sentinels. Chillt auf dem Boss, gar nichts Boss. Ist eine Sentinel auf, das ist so weit vorne. Ist auf Shana. Kann Boss go dann. Nicht schön, aber funktioniert. Und Orange. Der wieder das Windrush? Ja, das reicht. Mein Gott. Keiner stirbt hier. So Not-Heal-Bot. So Rabo-Champ. Passt. Alter, Yuka, ich dachte, das wäre ein Drain Soul, Alter. Von was mein Drain Life, dachtest du? Jo. Ja. Und wenn ihr noch nicht habt. Denkt ans Springen, sonst fällt er durch. Klasse West hat was gelernt. Wave dodgen.
Rechts alle an den Summoner ran, Freunde. Chesno, was uff? Und Akro. Vale beten, Vale kommt gleich. Links auf Chainer die Fotze achten. West Pants up. Range. Das ist fein. Nochmal Wave dodgen. Cast beginnt in 7. I've opened the way. Go! Stop Sylvanas! The Banshee's aiming at our heads! Second Pot. Gate steht, Fokus nehmen. Okay, Wave dodgen. Danach zum Gate kommen wir. Steht am Gate. Klick. Nochmal Wave dodgen jetzt. Könnten auch ein bisschen hauen. Gleich spreaden. Und nach hinten spreaden, passt auf mich auf. Ich hab late den Hit gekriegt. Top mich noch, das weiß nicht so struggled. Und Wave dodgen. Zusammen, gehen wir lieber leicht versetzt hinten. Vale baiten. Nur ein bisschen hinten, nicht zu weit. Vale kommt, Achtung, nicht zu früh move. Move. Wave dodge rechts. Rechts. Abfahrt. Gate steht, könnt ihr Fokus nehmen. Wave dodgen. Könnt ihr Fokus, wenn ihr müsst. Und kommt ans Gate jetzt. Gate stehen. Und geiler Jena. Dropped hinten. Nochmal Wave dodgen. Kann noch ein bisschen dealen. Jetzt nicht mehr spreaden. Ist immun. Seht die Clown-Box hier. Das Damage könnte besser sein, aber es ist okay. Vale in 5, geht auf eure Posi. Vale. Sack Chesno. Und run Tedespell. Und die Tedespell. Und gleich late zum Race rüber. Rüber, kommt direkt die Arrows. Denkt dran, der dritte geht eine weiter. Zweiter rüber. Dritter rüber, eine weiteren. Stellt euch stehen bleiben jetzt danach auf Scream Posi. Scream Posi. Und Vale auch in 5. Gleich wieder auf Vale Posi. Jetzt. Und die ersten zwei Soaks bei den Eulen. Eines auf der anderen Seite noch. Nochmal. Kriegen wir. Dann kommt dann Boss ran für Fury.
Lead a spell. Lead a spell. Kommt gleich neue Pools, nehmt die nicht auf, die können mir. Und Knives als nächstes sind 6. Knives und dann die zweiten 2 Soaks. Bleibt jetzt stehen und dann die Arrows spielen. Die Totem Quali. Ah, noch nicht. Die 2 Soaks kommen. Zweiter rüber. Vale. Dritter rüber und Vale Pose. Die Totem und Rapsack. Vale, Vale, Vale. Safi. Let's wäre dann drüben. Wir gehen eh gleich rüber. Pass auf mich auf, bitte. Gleich late rüber zum Race. Tetespill. Rest ihn schnell. Fury, ich trag das noch raus hier. Achtung, kommt da ein Boss. Tetespill. Sauer in für den Knives kommt gleich. Und dann auf Scream Posey. Knives into Scream Posey. Bleibt stehen. Dann auf eure Posies. Dann kommt der dritte Soak, das ist Shana Venom und Warlocks. Vale into Soaks. Shana, Venom und Warlocks. Warum hast du zurückgetaunted? Egal, musst du spielen. Venom Dispel. Jetzt. Jetzt. Danke. Zweiter rüber. Dritter rüber, pass auf Leech auf, da hat Ultra Stacks. Pools keine aufnehmen. Können wir. Fury gleich, kommt dann Boss. Tedes Bett. Gleich Immunity Soaks und Death Knives. Stehen bleiben, Immunity Soaks dann direkt. Go. Just a sec. Sehr schön. Vale kommt noch und dann gehen wir auf die letzte Plattform. Geht auf Vale-Pose, ich mache ein bisschen Platz hier noch. Braucht die Spell-Waffen? Vale-Pose. Ein bisschen spät. Achtung. Pff, das war's nicht. Pass auf Leech auf. Gleich late rüber. Wir brauchen eine Master-Spell. T-Dispell. Close. Kommt jetzt weg. Kommt mir noch ein bisschen. Passen wir jetzt hier. Zweiter raus. Dritter raus. Gleich kommt jetzt Fury in der Mitte mit Knives. Kommt in die Mitte und Knives spreaden. Tetespill. Sehr schön. Scream Poses. Scream. Soll ich nehmen oder geht's, Litchi? Es geht. Alles klar. Vale in 5. Für Vale steht er auf Pose. Ich mach hier sauber noch, aber er steht auf eurer Pose. Bloodlust und kommt dann zum Covenant-Ding. Ich nehme jetzt den Boss. Mal richtig hier hinten ran. Richtig hacken. Arrows kommen in 10 dann. Geht schon mal aus dem Gateway raus und jetzt ins Fokus. Denkt dran, die Knives kommen gleich, ne? Ihr geht mit den Knives aus dem Camp raus einfach. Zweiter raus und Knives raus und dann stehen bleiben jetzt. Dritter raus. Rettet ihn. Kann ich dispeln? Hey, dispel. Komm on. Das ist er! Mann, ihr seid so Loser, Alter! Ohne Witz! Null! Nice! Mensch! Easy! Das ist so schlimm! Ihr scheiße Clown! Warum ihr nicht one-shottet, Alter? Da, dafür ist der auch extra aufgestanden! Ist echt so! Mehr Bock auf M+. Plus? Nehmen wir nicht! Kann ich hier mal ein kurzes Statement kriegen? Kann ich jemandem das Mount abkaufen? Ist das, das bad, ist super schlecht, das Spiel. Junge, ist das Rank 1 eigentlich? Jetzt kommt das Play, ich hab den Normal Boost. Nein, Quali. Ich droppte auf Mythic. Junge, ich wusste, ich loot den immer, so jedes scheiße, Mal. Mann.
Oh, Smout, danke. Hier, gib das her.